Ja, ich meine, mittlerweile spiele ich ja schon ewig und das ist schon eine Erwartungshaltung, dass Roland hier Erster wird. Ja. Vor allen Dingen in den Spielen, wo wir verlieren. Ja, vom Gewinnen rede ich nicht, wenn wir Hardcore gewonnen haben und wir laufen einfach nur durch, da kann jeder Erster werden. Ich bräuchte eigentlich, können wir den noch irgendwie verbessern? Warte, nein, Verbesserung. Können wir da noch einen Pionier reinholen? Wir haben keine Punkte. Ich würde ja ganz gerne, aber ich habe noch keine Punkte für den. Ja, hätten wir da, ich verstehe es nicht. Das Spawn-System, ja, wenn da einer gewesen wäre, hätte ihn zerstört. Er hat den Punkt nicht zerstört. Ich verstehe das aber nicht mit dem Spawn. So, und jetzt soll der Gegner angreifen. Na, da will ich aber dabei sein. Ich glaube, wir kriegen noch Verteidigung wenigstens noch gewonnen heute. Haben es sogar ein bisschen leichter, weil die müssen ja beide Punkte einnehmen. Heißt, wir haben so lange Zeit, das Ganze zurückzuerobern. Mal runterrennen. Erstmal das Standardhäuschen besetzen. Artillerie schießt schon. Sehr gut. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Ach, das kann ich. Solange ich hier stehe. Der Kontrollpunkt gehört uns. Lade nach! Den Kontrollpunkt verloren. Das erste, was man macht, die MGs ausschalten. Ecke runter. Waffe in die Hand, nachladen. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Nope. Nope. Schwimmen. Ja, lass mich raten, genau den, wo ich gerade nicht bin. Wäre nicht schlecht. Notiz an mich selbst. Pionier und Munibox aufbauen. Ja, na klar. Und wenn ich den jetzt hier nicht gehalten kriege, habe ich ein Problem. Ja, einmal Pech gehabt und schon war es das. Ne? Wenn Roland Feder macht, ist das Spiel vorbei. Das ist immer wieder faszinierend. Leute, ich bin leider nicht perfekt, aber ich muss es sein. Ja. Das schaffe ich nicht mehr. Ich
bin nicht Gott. Ich bin nicht Gott, tut mir leid, ich kann nicht schneller. Ja, komm, ey, weißt du. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind eingenommen. Wir haben den Kontrollpunkt erobert. Ja, scheißegal, Hauptsache der Posten ist weg. Schön, dass hier einer einen Posten aufgebaut hat. Wieder 5 Euro für denjenigen. Ich glaube, ich muss 50 draus machen, damit ich mich darauf verlassen kann, dass dann auch was passiert. So, die Truppe muss ein bisschen was reißen jetzt. 4 Leute, ein MP-Schütze. Verloren. Wir ziehen Rückzug an und gehen wieder Richtung A. Der Gegner hat die Position erobert. Ich kann auf diesen beschissenen Bunker gerade zu. Dieser letzte Mann. Der muss oben drin sitzen. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Ich lauf da nicht rein, wenn ich nicht sehe, wo der Feind ist. Das könnte feindlicher Panzer sein. Panzer gespottet, sehr schön. Mein Laufwerk immer kaputt machen. So, ich werde das mal kurz den Speerläufer machen. Danke. Lasst nicht zu, dass der Feind seine Position festigt. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Ja, das kann er jetzt vergessen. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Ich bin nämlich mit meinen 5 Top-Soldaten gleich da, also können sie es sein lassen. 9 Sekunden, das ist Artillerie. Taktisch abwarten. Der Feind hat den Kontrollpunkt. Ja, natürlich. Es snipert immer irgendwo einer. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Weißt du, wartest auf Artillerie und da campt noch einer und wartet. Variante. Dann noch weit einmal die Richtung.
höre nichts. Es wird so einen scheiß Posten geben hier irgendwo in der Nähe. Da sind sie alle. Gut, alles klar. Habe ich nicht gedacht, dass sie da drin sind. Kriegen wir A gehalten, dann kann ich den Posten ganz kurz da einnehmen. Langer Weg, aber das kriege ich nicht. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Hey, es ist alles eine Scharfschützen-Elite da drin. Schnell, bevor ich sterbe. So, Freunde, hier kommt der Pfefferkuchenmann. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Können wir jetzt? Ich hoffe, ihr passt nach hinten auf, das hat kein Problem. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Hat keine Verstärkung und wenn Roland nicht genug Kills macht, haben wir ein Problem. Ja, war ja klar. Ja, ich kann mir einfach sich keine extra Würste leisten. Roland muss, wenn der Punkt angegriffen wird, dorthin gehen. Da kann ich jetzt 1000 Leute hinhüllen und das bringt uns kein bisschen weiter. Danke für nichts. Mein Fehler, ich weiß. Wollen wir mal auf die Tabelle gucken, wer erster ist? Na, wer hätte damit noch rechnen können? Boah, was für ein arrogantes Arschloch. Ja, ich weiß. Wer besser ist als ich, müsste 500 Euro kriegen, dann würde das Spiel auch echt Spaß machen. Ja, und wie auf einmal sich alle anstrengen würden, wenn es heißen würde, wenn du Erster wirst, kriegst du 500 Euro. So, und ich habe jetzt nicht meinen Postentrupp. Das heißt, wir sind jetzt richtig hart gefickt. Das heißt, ich muss jetzt Suicide begehen. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Immer da, wo ich fertig bin. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Komm alle von da, Feuer. So, Rauchgranate als Deckung. Das sind doch Bots, da rennen wir dran vorbei. Wenn wir es nicht hinkriegen. Außerhalb der Flakreichweite. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Der Feind hat den Kontrollpunkt eingenommen. Hinter mir noch eine Tür gehört. Ich kann gegen die Flak gerade nichts machen. Die Tür wieder zu. Kann man die auch noch zu machen? So, der Punkt gehört erstmal mir. Wir haben den Punkt unter Kontrolle. Läuf einfach unter! Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Irgendwann steht einer hinter dir. Wir haben immer noch keinen Posten aufgebaut.
So, ich muss jetzt in der Mitte einen Posten aufbauen, sonst kriegen wir es nicht. C wird gehalten. Oh ja. Einsteigen! Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Das ist jetzt mal echt praktisch. Kommen wir hier lang? Ja, jetzt ist ja, die Steine gehen zu spät. Bis dahin bin ich die 10 Meter gelaufen. So, irgendwo, hauptsächlich in der Kuhle. Hauptsache, dass wir hier irgendwo Posten haben. Vielleicht da. Artillerie! Feuer auf den Platz! Artillerie! Feuer! Kommt, keine Sorge, wir sind gleich da. Artillerie, hau rein. Pixie. Verstärkung, da kann keiner mehr drin sein. Großartig, das sind vielleicht zwei, drei Leute. Ich mach mal rüber, das gegnerische Holz. Das ist ja furchtbar hier. Hi, Hero Roland, mein Name. Kennen Sie mich schon? Wenn nicht, haben Sie einen verhängnisvollen strategischen Fehler gemacht. Posten sollte zerstört sein. Ist mir egal. Unser Einsatz erfüllt. So, Posten. Ja, so sparsam muss ich agieren, weil ich nur einen Posten habe und den muss ich in die Mitte setzen. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe gar keine andere Wahl. Ja, wenn ich beide Punkte verteidigen will. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Was, ein Mann hat unseren ganzen Verein hier eingenommen? Das ist doch hier. Wo ist meine Truppe? Ist der Hero Roland auf der anderen Seite? Haben die denn einen? Nein. Ich lieg unheimlich vorne. Bei der Verteidigung habe ich ja auch Chancen. Ja, Glückwunsch. Alle schön in Position. Wir gehen hinten weiter außen rum. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Zurück zu D. Lass auch ruhig schießen, wenn wir tot umfallen. Das machen wir neu. Das ist einer diesem hässlichen Bunker. Ja, das. Das wird jetzt wehtun. Aber weil wir den jetzt gerade nicht tot kriegen. So, das Problem ist, Posten getroffen. Reicht aus. Nur noch ein MG, das zielt Richtung rechts. Das glaube ich ja wohl nicht, dass die jetzt C das Ding noch erobert kriegen. Ich bin nämlich gleich da. Von wo? Der Gegner hat die Position erobert. Wenigstens einer durch, ja. Einnehmen. Alles klar, wir sind drin. Keine Leute, geschützt zerstört. Wunderbar.
Roland steht im Punkt. So, Roland steht standardmäßig natürlich in der Ecke. Was soll ich sonst sehen? Ich kann jetzt oben aus dem Fenster gucken. Aber wir sind, glaube ich, zwei Leute hier drin. Da sollte ich das tun, nicht sein lassen. Hi. Kommst du nicht rein? Der Feind ja. will den Kontrollpunkt stürmen. Zwei Türen bewacht. Ja, C-Verteidigung oder D-Angreifen. Die sind eigentlich genug da. Ist immer noch im Posten drin. Der Feind hat den Kontrollpunkt erobert. Sollte reichen. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Zwei Konstruktionen zerstört. Haben wir hier noch einen Posten? Nee. Ich bin gleich da. Ach, komm schon, ey, es ist immer wieder dasselbe, genau im richtigen Moment. Artillerie! Feuer auf den Platz! Reicht noch. Schieß doch. Ist mir egal. Der Punkt ist neutral, da sind wir nicht dran. Es ist, ey, wirklich, wenn es bei mir nicht läuft, wie das Spiel wirklich komplett verloren ist, immer gleich. Ja? Du stehst nicht in der Mitte, du musst... Oh. Du musst angreifen. Ein Glück haben die das jetzt bei dem mal hinbekommen. Schweine in dem Verein. Ich hab eine falsche Ecke genommen. Ja, warte. 2 gegen 2, wie es aussieht. Ah, er kämpft. Und er hat Luck gehabt. Und es reicht. Ich sage ja, es ist so einfach. Du musst nur den besten Spieler einmal irgendwie mit Luck ein bisschen piesacken, einfach mit Flammenwerfer in der Ecke stehen und schon hast du den Punkt eingenommen. Eingenommen, hier sind zu viele. Ja, Glück gehabt. Ich muss nachladen. Zack, tot. Glück, Glück, Glück. Und dann ist die Sache durch. Das ist immer wieder genial. Weißt du, du bist, wenn du hier Mann auf dem Feld bist, immer nur damit beschäftigt, Druck auszuüben auf den Gegner. Du hast gar nicht die Zeit, dich irgendwo hinzustellen und hier irgendwo zu schauen, dass du mal safe die Nummer ran, ne, irgendwie dich ranschleichen kannst. Nee. Wenn er den Punkt ist langsam wieder jetzt unter Kontrolle. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Wir haben den Kontrollpunkt erobert. So, Posten zerstört. Wahnsinn, wir kriegen mal einen Schwerwagen als Geleitschutz. Der könnte wieder umdrehen. Wir brauchen ihn gerade auf der anderen Seite. C. Ja? Wäre ja schon ganz gar nicht schlecht, wenn er da ankommt. Mein Posten ist Gold wert. Das ist einfach. Wenn der hier nicht stehen würde, haben wir schon längst verloren. Komm, wir haben einen Haufen Gewehrschütze. Nein, mein Sammelpunkt wird das nicht schlecht. Halten Sie zurück!
brauchen Artillerieunterstützung! Feuer! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Wir haben die Position erobert. Wieder zurück. Ja, mit Artillerie habe ich so ein bisschen Chancen, den Gegner dort ein bisschen unter Druck zu setzen. Allerdings fehlt uns der Post und ich habe gerade keinen Pionier dabei. Wir haben den Kontrollpunkt verloren. Das könnte sich nachher noch rächen. Ich muss nachher den ganzen Weg noch laufen. Mal nachladen. Wir warten da alle, dass wir da um die Ecke kommen. So, jetzt muss ich erstmal wieder auf den Platz rennen. Und wenn die rauskriegen, dass ich immer, damit ich diesen Punkt reinstelle, habe ich schon, ne? Also ich würde gegen mich auf der anderen Seite immer verlieren. Ja, weil ich ja wüsste, wir haben nur einen Mann, der einen Posten aufstellen kann. Und strategisch ist es dann immer am günstigsten, den in der Mitte aufzustellen. Oder nur einen Punkt zu verteidigen. Aber Quark ist, womit sich der Gegner immer einen Punkt sichern kann. Mit ein bisschen Glück. So, Freunde, vorwärts. Wir holen uns jetzt hier zurück. Zweiter Mann. Wir kommen, hallo, da sind wir. Gegen 1. Es ist wieder keine Unterstützung da. Ist da oben, wenn er kämpft, bin ich am Arsch. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, und Lucky Headshot auf der Treppe gecampt. Er hat ja die Zeit. Er hat ja Zeit. So. Ich hab's nicht geschafft. Versagt. Ein Glück steht hier noch ein zweiter Posten. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Kriegt er nicht, ich bin da. Den Punkt stelle ich jetzt zu. Ja, ja, wir kriegen das hier auch alles unter Kontrolle. Der macht jetzt den kleinen Schweber. Bitte mal rein in den ganzen Schuppen. Stürmen. Ich frag mich immer, von wo die überall schießen, ne? Es ist immer irgendwo einer hinter dir. Ja? Ja, und ein Hulber vorne. Das ist eine gute Truppe. Ein Glück haben sie den Punkt hier noch gehalten bekommen da hinten. C über freies Feld. Ich hoffe, den Spawn kann ich noch finden da hinten. Lang und weit. Wir haben den Kontrollpunkt erobert. Dann schießt immer von hier. Wir haben aber keinen Posten hier. Fällt Spähmann schon vorne alles ab. Also können wir jetzt doch wieder mal ein bisschen Normandie spielen. Artillerie!
Feuer! Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein! Weil das hätte hier ohne mich nicht geklappt. Bin ich felsenfest von überzeugt. Geht tatsächlich noch einer, blümmelt hier rum. Ich habe ihn doch gehört. Hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Vergiss es, kriegt er nicht mehr, sind wir kurz vorm Ende. Mit drei Leuten. Der Kontrollpunkt gehört uns. Ja, ja. Roland. Entspannende 1000 Punkte Vorsprung. Aber die haben uns richtig eingeheizt. Also, es ist und bleibt einfach... Wer dieses Spiel spielt und keinen Pionier hat, der gehört eigentlich erschlagen, sofort, wenn man das Spiel startet. Glückwunsch, sollen wir jetzt extra nochmal rüberrennen? Weißt du, das ist ja ganz... Wurde vom Feind eingenommen. Glückwunsch! Da steht jetzt ein Mann! Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein! Der Feind nimmt hier gar nichts mehr ein, die Nummer ist durch. Das ist, weil alle rübergelaufen sind und er sich gedacht hat, er kriegt ja nochmal einen Punkt. Das funktioniert ganz toll zum Anfang, da kann man so eine Nummer bringen. Zum Ende ist das, ja... Gibt es einen kleinen Applaus für. Tief durchatmen hier. Aber schön, ich darf wieder meinen guten Soldaten spielen. Da sind noch welche rausgegangen, das ist echt dann schon wieder peinlich. So, darf ich jetzt hier... Ja, ja, mir fehlt immer noch ein Punkt. Erst dann kriege ich den Pionier her. Den brauche ich ganz dringend, weil ich in jedem Trupp einen Pionier brauche, weil alle anderen keinen haben. Das ist immer wieder ein Phänomen, was man nicht beschreiben kann. Oh, den können wir noch verbessern. Komm. Höherer Ausdauerregeneration. Ja. Bei mir müssen die Leute laufen können und nicht stehen.